ist eins. Ich bin das Candy. Ich habe jetzt Diabetes. Das ist was ganz Normales. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es sehr oft angefragt. Eine Candy Challenge. Mit USA? Nein! Nein! Dir! Achso, ich dachte, wir sagen jetzt an, um was es hier geht. Und wir testen, jetzt darfst du es sagen, USA-Produkte. Amerikanische Süßigkeiten. Kurz zur Box, wir haben eine Box zugeschickt bekommen. English Foods. Diese Box kann man abonnieren. Und ich habe sogar einen 10% Rabattcode für euch. Der steht einmal hier und in der Infobox. Da könnt ihr einfach draufklicken. Da gibt es einmal eine, so eine Testbox, dass man die einmal testen kann. Oder ein 3-Monats- oder ein 6-Monats-Abo. Der Gutscheincode ist für alle Varianten gültig. Richtig. Mir hat das Wort gefehlt. Und da sind jeden Monat neue und verschiedene amerikanische Süßigkeiten drin, die man testen kann. Und ich finde das mega cool. Ich liebe ja generell solche Boxen. Richtig geil. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Und es lohnt sich, das zu kaufen, weil wenn ihr die ganzen Produkte einzeln kaufen würdet bei Amazon oder so, würdet ihr weitaus mehr bezahlen als für diese Box. Das ist wohl richtig. I'm excited! Und das ist Fabios erste Candy Challenge! Wenn du das Wasser schüttelst, kommt mir alles hoch, was ich eben gegessen habe. Bist du bereit? Oh, ich will nicht, dass wir alles sehen. Ich will lieber überraschen lassen. Ja, okay, pass auf. Okay, pass auf. Ich greife mal rein. Okay. Ohne reinzugucken. Okay. Okay. Einmal. Darf ich das essen? Das! Oh, das war laut. Ja. Die sind ja auch britisch, oder? Ach, die britische Luft! Genau, atme sie ein, atme sie ein. Jetzt bin ich Amerikaner. Oh, hello. Ibans. Jolly Rancher Sour. Sauce. Hard Candy with Sour Powder Santa. Klingt lecker. Wie viel ich mag sauer. Okay, 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 okay. Ist auf. Das war überraschend. Die. Oh, ich will rosa und du grün, okay? Ja, egal. Dim. Prost. 1, 2, 3. Bonbon. Man kann sich abwarten. Du hast sie jetzt schon zerbissen. Okay. Ja, ist sauer innen drin, ja, aber geil. Ah, blau gibt's noch. Da gibt's auch drei Sorten. Oder? Wow, es ist ein ganzer brauner, blauer drin. Ein ganzer brauner. Der liegt schon etwas länger drin, deswegen ist der braun. Blau. Ja, können wir weitermachen? Ja, ich sehe. Abwechseln. Baby von, Ruth. Aber von Nestle. Baby Ruth. Bursting with Peanuts, Rich Caramel and Chewy Nougat. Das hört sich nach Fabio an. Hallo, das ist Fabio. Ich hab das gezogen, ich pack das aus. Du wärst so ein Kind gewesen damals im Kindergarten, ich hätte dich geschlagen. Ich hätte dich einfach geschlagen. Das ist Snickers. Da bin ich so der Snickers-Fan. Ich aber. Ah, ja. Meint exakt wie Snickers, oder? Der hätte noch ein bisschen mehr Karamell reingemusst. Dann hätte es geschmeckt wie Snickers. Aber, das schmeckt geil. Das schmeckt echt geil. Wenn man Snickers mag, schmeckt es geil. Mag. Weißt du, die regt sich über meine Sprachfehler auf. Wenn man Snickers mag, dann schmeckt das. Gut. Mag. Oh. Groß. Was Großes. Bist du bereit? Ja, was Großes ist, ist geil. Bring it! Cheesy Italian? Oh. Warum heißen die laut? Warte, warte. Ja, warte. Ah! Ich weiß nicht, ob ich den Geruch geil finde. Ja, die schmecken geil. Aber ey, die schmecken echt gut. Und die riecht ein bisschen nach Käsefüße. Aber alle, die Käsefüße riechen, du hast keine Käsefüße. Ich muss mal kurz vergleichen. Wobei deine Füße riechen nach Harzhaar, oder? Moon Pie.
Mond. Banana. Mondkuchen. Aha. Banana. Banane? Banane, Banane, Banane. Okay. Oh, 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 das ist eins. Oh, wow. Was? Ich schwöre. Wow, oh, krass. Das sieht richtig fancy aus. Also heute Abend haben wir im Bett auf jeden Fall noch einiges zu knabbern. Es schmeckt irgendwie bisher nach nichts. Ne, total geschmackslos. Vor allem, das sieht richtig geil aus, aber irgendwie es schmeckt minimal so wie Amerikaner. Mit ein bisschen Bananengeschmack, so künstlicher Bananengeschmack. Ja, ich weiß, was du meinst. Nicht reingucken. Hab ich nicht. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Du hast ich hab nichts. Du hast geguckt. Hostess. Oh, die sind geil. So wie Twinkies, ne? Ja, ja, ja. Ja. Candy-Dinger. Candy? Aber hier. Mhm. Mhm. Geil. Super. Da hat halt so eine Füllung drin. So eine Creme. Das ist geil. Mhm. Das schmeckt echt gut. Der Blick, wer ist das auf? Ding, Ding! No Balls. Das ist doch ein Rechtschreibfehler. Auch von dieser Firma. Chocolate Flavor Cake with Creamy Filling and covered with Marshmallow, Cream and Coconut. Hört sich ja immer alles so geil an, ne? Schmeckt bestimmt einfach nur babsüß. Oh, ist gar nicht so weit. Aber es geht wieder zurück, hast du gesehen? Es gibt immer. Mhm. Oh, das ist ja dunkel! Oh, oh, ist gefallen. Ja? Warte mal, aber nach Kokos, ne? Mhm. Du bist ja nicht so der Kokos-Fan, aber schmeckt echt gut. Ja. Guck mal, das sieht aus wie ein Cheeseburger. Das ist ein angebissener Ja, stimmt. Bananen-Cheeseburger. Ich nehme diese. Oh, M&M's Cookies. Und M&M's. Oh, geil. Das ist ja geil. Geil. Mal Cookies davon. Oh, süß. Lecker. Boah, fett. Lecker. Boah, fett. Boah, so viel fett. Chewy Lemonhead. Fiercely Citrus. Mutprobe. Okay, auf drei. Mhm. Und wer, du machst das nicht. Ich. Okay. Du weißt nicht, wie wir eins, zwei, drei. Geil. Boah, die schmecken richtig geil. Voll zitronig. Aber ist nicht so sauer. Ein bisschen wie Klostein, aber lecker. Ja, Mann. Aber dass du Klostein isst, ist mir schon bewusst gewesen. Oh, harte Zeiten. Da muss Klostein ran. Ey, und jetzt? Oh, weiße Schokolade. Ach, du die kenne ich. Kennst die du? Die sind lecker. Ja, die hatte ich in der irischen Candy Challenge. Das ist doch ein Traum für die. Ja. Ah. Warte doch. Oh, oh, lecker. Das ist was ganz Normales. Komm, Worry. Das ist was ganz, das ist ein ganz normales Verhalten. Weiße Schokolade. Boah, das schmeckt aber gut, echt. Ja. Okay, bereit? Wow! Kriegst du es hin? Nein. Okay, ich bin nervös. Mach! Oh, der klebt so eklig. Es könnte sein, dass er überall hinfliegt. Okay. Wirklich mein Fehler. Obwohl, ich hab das Schlüsselbein getroffen. Komm noch einmal. Bereit? Ey, hallo? Ich kann der war nicht. Richtig gut geworden. Ich kann nicht. Nicht schlecht. Oh, Warheads. Extreme Sour. Oh ja, Watermelon, Blue Raspberry, Lemon, Black Cherry und Green Apple. Also wenn du das saure überlegst, überlebst, wird's dann süß. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Schön lutschen, schön lutschen. Geht jetzt. Wow. Das kommt schon hoch. Oha. Boah, das hat mich jetzt kurz aus dem Leben geworfen. Boah, voll geil. Gefällt mir. Machst du da eigentlich? Wie hängst du da? Ich musste mich mal kurz anlehnen gerade, das war mir zu hart. Anlehnen? Anlehnen. Boah. Die haben Zähne.
Aber geil. Irgendwann, wenn wir mal eine Challenge drehen, ist die Bestrafung alle davon im Mund. Gute Idee. Ja. Boah, wenn man die kaut, sind die sau eben. Aber die kleben jetzt an jeder Ecke. Nerds! Boah, Nerds! Geil, Rainbow Nerds! Hey. Made in the USA! Ich wusste es. Nicht einfach aufmachen. Im Endeffekt fliegt ja alles. Am Ente. Rum. Am Ente fliegt ja alles rum. Aber nur quack, quack, quack. Am Ente. Ente. Boah, geil. Ach. Scheiß drauf. Ich bin bereit. Humu, humu, nuku, nuku, apua, a, 1, 2, 3. Oh, verdammt. Warum machst du nicht? Ich muss das schon verarbeiten, was du da gesagt hast. Humu, humu, nuku, nuku, apua. Humu, humu, was? Kennst du nicht High School Musical? Nein. Ich mag Nuts. Bin sauer. Oh, nochmal. Oh, Lemonheads. Aber ein Blue Raspberry. 1, 2, 3. Aua. Oh, Schneidezahn weg. Kann gar keinen Geschmack mehr schmecken. Wie so ein Wiederkäuer. Aber schon gut. Oh, mein Gott. Ich muss zum Ohren. Oh, aber es ist leider nicht Cookies and Cream. Peanuts and Pretzels. Das ist, glaube ich, nicht mein Geschmack. Guck mal, wie versetzt die sind. Ja, das riecht auch voll fett nach Erdnussbutter. Richtig geil. Ja, cool, kriege ein Stück oder ja, weniger. Und wie schmeckt's? Mmh. Geil. Ey, die schmecken gut. Ey, die schmecken gut, ohne Scheiß. Also für Erdnussbutter-Fans. Ohne Mist. Also geil. Geil. Der, komm. Für Erdnussbutter-Fans, ja. Ich weiß, du isst es ja nicht so gerne, aber. Also ist lecker, aber wenn man Erdnussbutter macht, findet man es richtig geil. Und ich find's okay. Das ist gut. Verdammte Scheiße! Aber geile Box! Wenn man jetzt überlegt, was sagst man, also ich glaube schon, dass man da Geld sparen würde. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, ne? Wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, was man haben will. So, man ja, oder einfach mal immer halt monatlich neue Sachen ausprobieren, ne? Die man halt hier nicht so findet. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Voll geil. Was ist dein Favorite Produkt? Das, was zum Schluss kam. Ja? Ja, Mann. Also die schmecken richtig gut. Die schmecken richtig gut. Aber dicht gefolgt, ich muss ganz ehrlich sagen, dicht gefolgt von den Chips. Die Chips waren auch. Okay. Mega. Mein Favorite Produkt sind die M&M's. Ja, weil, ist ja klar, weil weiße Schokolade. Weil, Schock. Ah! Okay. Oh, verdammt. Und was ist deine zweite Wahl? Boah, ohne Scheiß die, glaube ich, weil die sind geil. Bis auf den Endgeschmack. Oder die M&M's Kekse. Ja, hier, jo. Die hätte ich noch gewählt. Die wären Platz 3 bei mir. Ja, dann würde ich sagen, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Seid schön lieb zum Fabio. In den Kommentaren. Nom 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 nom. Dann verlinken wir... Oh, meine Hüfte. Meine Hüfte. Die verlinken wir nicht. Hallo. Hier, neben Fabios Köpfchen, die letzte Candy Challenge. Wenn ihr die nicht gesehen habt, guckt die unbedingt an, weil ich weiß, dass einige sie noch nicht gesehen haben. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Candy Challenges habt, ist hier die Playlist. Und hier oben könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine Candy Challenges oder andere Videos mehr zu verpassen. Also, tschüss. Tschüss. Schön mit Ö.